Das schmeckt dir, oder Leon? Emma auch. Emma auch, der da. Nee, Emma, dafür bist du jetzt schon ein bisschen zu groß, oder? Ach, Christian, ist das nicht schön hier? Oh, und hör mal, so schön ruhig. Ja, und ganz schön heiß. Ich gehe mir auch mal was Leichteres anziehen. Christian, wo willst du denn jetzt hin? Oh, ich gehe mir nur schnell meine Badesachen anziehen. Mir ist so warm. So, schon viel, viel besser. Meint ihr, wir gehen heute noch an den Strand? Ach, das wäre doch schade, wenn wir nicht an den Strand gehen, oder? Na, das will ich aber doch hoffen, dass wir noch zum Strand gehen. Was ist denn nun? Gehen wir heute noch an den Strand oder nicht? Ja, wir wollen gleich los. Geht euch doch schon mal umziehen. Oh ja, dann gehe ich mal sofort los. Mir ist auch super warm. Oh Mann, Markus, wie lange brauchst du denn jetzt noch? Mann, ich bin gleich fertig. Hetz mich nicht so, Nele. Schick siehst du aus, Emma. Ganz, ganz toll. Emma sick, Emma sick. Aber Sonnencreme brauchst du auch noch. Bleib mal bitte hier. Brauchen wir sonst noch was für den Strand? Soll ich noch irgendwas einpacken? Ja, was zu trinken kannst du bitte noch mitnehmen. So, Leon, deine Schwimmhose ist auch an. Jetzt noch deinen Hut und dann bist du auch strandfertig. Ach, ich bin so gespannt, wie du das Meer findest. Gut, ich werde dann jetzt auch fertig. Na, dann mal alle los. Jeder nimmt bitte was in die Hand. Und Leon, freust du dich? Gleich siehst du das erste Mal den Strand. Mega toller Sand und super viel Meer. Ach, das weiß ich ja alles gar nicht. Also, pssst. Der ist bestimmt mega cool, der Strand, meine ich. Also, ich weiß gar nicht, wie der Strand so aussieht. So, die Kinder sind alle eingecremt. Ich habe mich auch eingecremt. Lukas, hast du dich eingecremt? Ja, oder? Wohnmobil ist abgeschlossen. Dann können wir jetzt ja endlich mal los zum Strand. Männer, habt ihr noch Wertsachen im Zelt? Nicht, dass es gleich wegkommt. Nein, das ist alles im Wohnwagen. Ich meine Wohnmobil. Na, dann können wir jetzt ja endlich mal los. Ich freue mich so sehr. Schwimmen macht mir immer am meisten Spaß. Ach, und der Strand ist so schön. Ach, das weiß ich auch nicht. Ach, bleib schön hier, Emma. Nicht weglaufen. Oh, ist das voll hier. Das gibt's ja gar nicht. Ja, schaut mal da bei dem Strandkorb. Da ist auch noch was frei. Da können wir doch uns hinlegen, oder? Ich finde es voll schön, dass man hier auf Rasen und auf Sand liegen kann. Das ist mega praktisch. Ich liege nämlich viel lieber auf dem Rasen, aber ohne Sand macht es auch keinen Spaß. Echt toller Strand. Emma pielen! Emma pielen! Emma patsch, patsch! Emma pielen, patsch! Nee, Emma, bleib mal lieber hier. Du hast noch keine Schwimmflügel an. Das ist sonst sehr gefährlich, wenn du so ins Wasser gehst. Nachher ertrinkst du noch und dann werden wir alle super traurig. Super aufgepasst, Linus. Du bist wirklich ein toller großer Bruder. Den Schirm, den stellen wir mal hier vorne beim Leon auf. Der braucht, glaube ich, am meisten Schatten von uns. Ich hüpfe jetzt erstmal ins Wasser. Mir ist sowas von heiß. Oh ja, Sophia, ich komme auf jeden Fall mit. Markus, und schwimm bitte nicht wieder so weit raus wie das eine Mal. Das war sehr gefährlich. Hey, warte auf mich, Markus. Ich komm mit. Na toll, jetzt ist Leon einfach eingeschlafen. Ich bleib dann hier mit ihm und warte. Geh du dich zuerst abkühlen, Christian. Wirklich, Clara? Ich kann auch eben mit Leon warten. Nein, nein, nein. Ich leg mich auch ein bisschen hin. Boah, schaut mal, wie cool. Da hinten steht einfach ein Haus auf dem Wasser. Das ist ja mega witzig. Oh Mann, Markus, das ist kein Haus, das ist ein Leuchtturm, du Holzkopf. Na komm, dann wollen wir alle mal ins Wasser, oder? Ach, ist das toll. Mist, ich habe das Sandspielzeug vergessen und mein Schwimmring. Na, sowas Blödes. Aber dann gehen wir erstmal so schwimmen. Patsch, patsch, patsch. Emma, pielen. Venus, pitch, patsch. Oh, das Wasser ist ja ganz warm. Na toll, dann ist es ja keine Abkühlung. Oh, das ist so herrlich. Aber du hast recht, Sophia. Eine richtige Abkühlung ist das hier nicht wirklich. Papa, pielen! Oh nee, Emma, du musst da hinten bleiben. Das ist hier viel zu tief für dich. Bleib mal da, Papa kommt gleich. Linus, pass auf, da ist ein ganz großer Krebs. Nicht, dass du auf ihn trittst. Das tut bestimmt weh. Ach, du meine Güte, der ist ja riesig. Hey, danke dir, Nele. Hä, wo will Emma denn jetzt hin? Hey, Emma, hier bleiben. Emma, pielen! Emma auch! Was macht Emma denn da wieder? Pfot, Pfot, Emma auch, Vampir, Emma pielen, Venus, Emma pielen, Vampir, Pfot. Emma, was machst du denn da? Komm mal wieder hierher. Hey, so geht das aber nicht. Du kannst doch nicht einfach mein Boot hier mitnehmen. Emma pielen, Venus, Emma, Pfot pielen. Oh Mann, ey.
Emma ist einfach der Hammer. Geht sie zu jemand Fremden und nimmt sich einfach das Spielzeug. Ganz schön abgebrüht. Hast du das gesehen, Mama? Das Boot hole ich mir sofort wieder. Hey, gib mir sofort das Boot wieder. Das ist Diebstahl. Du spinnst ja wohl ein bisschen. Du kannst doch nicht einfach meine Sachen nehmen. Du bist voll der Dieb. Emma, peelen. Ey, du, hör sofort auf, meine kleine Cousine anzupöbeln. Du siehst doch, dass sie noch ein kleines Kind ist. Das ist aber kein Grund, dass sie einfach an unseren Platz kommt und mein Spielzeug mitnimmt. Sowas macht man nämlich nicht. Deshalb musst du sie doch nicht gleich hier anschreien. Sie hat es doch nicht mit Absicht gemacht. Niklas, nun beruhig dich doch mal bitte. Ich bin mir sicher, dass das Mädchen dir gleich dein Boot wiedergibt. Emma, du bist wirklich unmöglich. Tut mir wirklich leid, wenn Emma dich verärgert hat. Sie hat nicht mit Absicht das Boot genommen oder wollte dich gar bestehlen. Sie mag das Boot einfach nur. Das kann man aber auch trotzdem nett sagen und muss ein kleines Kind hier nicht so von der Seite blöd anpöbeln. Das macht man nämlich auch nicht. Aber wenn man so dreist bestohlen wird, da kann man doch auch nicht mehr nett sein. Ach, nun übertreib mal nicht, dreist bestohlen. Sie ist doch ein kleines Kind. Am besten beruhigst du dich jetzt ein bisschen, Niklas. Es ist doch nichts kaputt gegangen. So ein Blödmann. Als wenn Emma ihm ein Handy oder sowas weggenommen hätte. Es ist doch nur ein blödes Plastikboot. Naja, er hat schon recht. Emma darf nicht einfach seine Sachen nehmen. Aber dass er so rumbrüllt, das musst du nun wirklich auch nicht sein. Toll, dass du dich für Emma so eingesetzt hast. Wow, Nele, du hast ihn aber fertig gemacht. Dem schlottern bestimmt immer noch die Knie. Ach, so ein Quatsch. Es ging mir nur darum, dass er Emma so angeschrien hat. Das braucht man doch einfach nicht. Emma ist doch noch so klein. Ach, Emma, nun bleib doch bitte hier. Komm mal her zu Mama. Emma, pielen. Emma, pielen. Finus, Fot, Emma, pielen. Ach, Emma, nun bleib doch bitte hier. Oh, schau mal, wer wieder da ist. Emma, Fot. Emma, Fot. Ach, das tut mir wirklich alles so leid, aber das Boot sieht unsere Emma quasi magisch an. So, Emma, du bleibst jetzt hier bei mir. Dann wollen wir mal schauen, ob du auch so eine Wasserratte wie deine Geschwister bist, du kleiner Leon. Komm mal mit, wir gehen jetzt zusammen ins Wasser. Oh, Christian, nun kommt Leon endlich ins Wasser. Ach, das Wasser ist ja gar nicht kalt. Finus, Finus, Flut. Ich drehe gleich durch. Emma, komm jetzt her zu uns. Emma, gleich werde ich wirklich sehr, sehr böse. Komm jetzt bitte von dem Boot weg, das gehört dir nicht. Emma, komm doch mal ein bisschen zu mir. Wir können doch auch hier zusammen spielen. Oh, und darf ich Leon gleich auch noch mal halten? Oh, bitte, bitte, Clara. Meinst du, Leon mag das Wasser? Ach, vielleicht habe ich auch ein bisschen überreagiert, oder? Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Ich leihe dem kleinen Mädchen vielleicht doch mein Boot. Das finde ich wirklich toll. Du spielst doch gerade auch eh nicht mit. Ja, also, ja, wenn die Kleine das Boot unbedingt haben will, dann kann sie es erstmal gerne haben. Aber bitte nicht kaputt machen und wiedergeben. Ach, das ist aber wirklich sehr nett von dir. Vielen Dank. Ich passe gut drauf auf, dass sie es nicht kaputt macht. Finus, Finus Flut. Miau, miau, Finus Flut. Das ist aber wirklich sehr nett von dir. Dankeschön. Ich verspreche dir, dass Emma nichts kaputt macht. Och, wie herrlich. Das macht hier mega Spaß. Oh, wie cool. Nehm mich bitte mit, Lukas. Nehm mich bitte mit. Ich möchte auch mitfahren. Los, Lukas. Wir erobern das ganze Meer. Schneller, Lukas, schneller. Hä? Wo ist denn jetzt mein Boot hin? Das stand doch hier eben gerade noch. Gibt's doch gar nicht. Oh Mann, Kinder, meine Arme. Ich muss mal eine kleine Pause machen. Geht gleich weiter, ja? Das glaube ich jetzt nicht. So was Dreistes. Mein Boot. Da hat sich das einfach jemand geschnappt. Das geht ja mal gar nicht. Hallo? Hallo, Frau Bademeisterin. Hallo, hier unten. Ich möchte gern einen Diebstahl melden. Aber ganz ratzfatz hier. Was, Sie, eine Diebstahle? Nix gut. Was denn bitte weg? Ja, gekommen in die Strand hier bitte. Ich hatte mir ein Boot ausgeliehen und war ganz kurz einmal auf der Toilette. Jetzt ist ein Mann einfach damit rausgefahren. Frechheit, oder? Wer zahlt mir denn jetzt meinen Pfand zurück? Das hat so viel Spaß gemacht. Ja, das müssen wir später auf jeden Fall nochmal machen. Und dann muss Lukas aber viel, viel besser paddeln, dass das viel schneller geht. Oder rudern, oder wie man das nennt. Sowas Dreistes. Sie spinnen wohl. Schämen Sie sich gar nicht? Nanu, was ist denn jetzt los? Was hat die Frau denn mit Lukas? Sie können doch nicht einfach so hier diese Boot hier kidnappen, ich meine stehlen. Das gehörte diese Frau. Sie können nicht einfach nehmen und in die Wasser fahren. Gekidnappt? Gestohlen? Es lag doch hier so rum. Da dachte ich, ja, es gehört zum Inventar. Zum Inventar? Das müssen Sie mieten. Das bekommt man hier vorne beim kleinen Strandverleih. Sie können doch nicht einfach etwas nehmen, was Ihnen nicht gehört. Das macht man doch nicht. Ich gehe doch auch nicht zu Ihrem Platz und nehme einfach Ihre Tasche mit. Das macht man nicht. Wie peinlich. Also, das wusste ich wirklich nicht. Ach, das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Mit Lukas kann man überall auch nur zweimal hin. Einmal, um sich richtig zu blamieren und das zweite Mal, um sich zu entschuldigen.
Oh, das ist ja wieder mega peinlich. Nächstes Mal, du leistest dir selber Boot an die Strand und nimmst dir nicht die fremde Sache, die hier liegen an die Strand, ja? Sonst du bekommst Strandverbot hier von mir, das geht dir gar nicht. Ach du meine Güte, zuerst Emma und jetzt Papa. Es tut mir wirklich leid, das war wirklich nicht meine Absicht. Oh, das ist mir selber ganz unangenehm. Jetzt wissen wir wenigstens, woher Emma das hat. Von mir hat sie das nicht. Oh, das ist einer mit der peinlichsten Dinge, die mir jemals passiert sind. Ich dachte, das Boot liegt da rum und das kann jeder benutzen. Hier, hast du dein Boot wieder. Wie versprochen, ist alles heile. Oh, das ist wirklich sehr nett, danke. Ja, tut mir leid, dass ich deine Cousine vorhin so blöd angemacht habe. Sie kann ruhig noch damit spielen. Ich brauche es gerade nicht. Das ist sehr nett von dir, aber wir gehen jetzt nach Hause. Oh, wie schade. Dann mal noch einen schönen Abend. Ach, die war doch eigentlich ganz nett. Das passiert heute bei Familie Fröhlich. Habt ihr das gehört? Das hat ganz leise gedonnert. Oh, ich habe das zu 100% gehört. Jetzt aber schnell nach Hause. Mann, sind die Wellen hoch. Schade, dass man jetzt nicht surfen darf. Oh Mann ey, Sophia, es ist so warm. Oh, ich halte das heute kaum aus. Ach Mensch, Lukas, nun hör mal auf, hier rumzujammern. Du hast mir und Clara letztes Mal auch gesagt, wir sollen nicht jammern. Schließlich sind wir hierher gefahren, um die Wärme zu genießen. Aber du hast recht, heute ist es wirklich sehr drückend. Na gut, Christian, wir gehen uns ein bisschen abkühlen. Willst du mitkommen? Oh nee, auf gar keinen Fall. Ich bewege mich keinen Zentimeter. Ich bleib hier liegen. Und wenn das noch wärmer ist, dann gehe ich auch zurück wieder ins Ferienhaus. Das ist mir heute eindeutig zu warm. Das machst du wirklich toll, Emma. Ach, aber mir ist so warm. Oh, Mann, ich habe richtig Kopfschmerzen. Na, ihr beiden, spielt ihr schön im Sand? Emma hat ja gar keine Schwimmflügel um. Ach du meine Güte, die habe ich ganz vergessen, weil sie doch nicht ins Wasser soll. Linus, bist du so lieb und holst mal eben Emma Schwimmflügel? Oh, ist der Sand heute heiß. Aua, 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 aua. Ah, jetzt aber ganz schnell laufen. Na, Linus, ist alles in Ordnung bei dir? Hast keine Lust mehr im Wasser? Nein, ich soll nur Emma Schwimmflügel holen. Kannst du sie mir bitte geben? Kommst du jetzt mit ins Wasser, Christian? Ja, ich komme jetzt mit, mich ein bisschen abkühlen. Du, Nele, darf ich vielleicht auch mal mit der Ente schwimmen? Ja klar, setz dich rein. Sag mal, wo ist Markus eigentlich? Den habe ich schon so lange nicht gesehen. Ich bin doch hier, ich bin hier. Mach dir keine Sorgen, ich mach schon keinen Blödsinn. Ist ja gut, Markus, ich wollte einfach nur wissen, wo du bist. Da hinten wird es ganz schön dunkel, oder? Ah, da hinten an die Horizonte. Das sieht aus wie Gewitter oder Regen. Oh, endlich ein bisschen Wind. Das tut gut. Ja, Hanna, das sieht fast nach Gewitterwind aus. Ob wir wohl aus dem Wasser gehen sollen? Gut sieht das jedenfalls nicht da hinten aus. Ich fange schon mal langsam an, unsere Sachen zusammenzuräumen. Ihr könnt ruhig noch ein bisschen im Wasser bleiben. Ach, Sophia, ich muss so nötig auf Toilette. Ja, Hanna, dann komm, wir gehen eben zusammen. Da kommen aber ganz schön viele dunkle Wolken auf uns zu. Meinst du, das sieht gleich ein Gewitter? Das weiß ich nicht, aber es sieht schon danach aus irgendwie. Schaffst du das alleine oder soll ich mit reinkommen? Nein, ich schaff das schon alleine. Kannst du aber bitte hier auf mich warten? Die ganzen Leute fangen jetzt hier irgendwie an, alle einzupacken. Vielleicht sollten wir auch lieber unsere Zelte jetzt abbrechen und zurück zum Ferienhaus gehen. Ist vielleicht besser. Was meinst du, Clara? Sollen wir lieber einpacken? Nicht, dass wir nachher noch nass werden oder es ein ganz schlimmes Gewitter gibt. Es ist so warm. Wollen wir nicht lieber zurück zur Ferienanlage? Ach, ein Gewitter. Das ist bestimmt cool hier in Italien. Weil es so warm heute ist, dann wird es endlich mal kühl. Aber vielleicht ist es ja auch nur ein bisschen Regen. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen warten. Ach, das ist schwer. Ich würde dir gerne noch hierbleiben, aber ja, wenn das jetzt anfängt zu regnen, ist das auch blöd. Vielleicht holen wir die Männer auch mal aus dem Wasser. Die Wellen sind auch schon ein bisschen höher. Ich soll euch von Clara und Sophia sagen, dass sie jetzt vielleicht mal aus dem Wasser kommt. Es fängt wohl gleich an zu regnen und da hinten ist es schon richtig schwarz. Und es wäre wohl besser, wenn wir jetzt einpacken. Ach, Papalapap, das fängt nicht an zu regnen. Ja, das ist ein bisschen dunkel, aber das muss ja nicht gleich hier regnen und gewittern. Das zieht auf jeden Fall dran vorbei, das rieche ich. Ja, was siehst du? Ist die Horizonte so schwarz, wie ich denke? Oh, das sieht aus wie eine heftige Gewitter. Ja, lieber die Leute aus die Wasser holen.
Und dann, wir machen auch früher Feierabend. Ist doch eine gute Idee, oder? Meine Mama hat heute Spaghetti gekocht. Ja, dann hole mal die Leute aus dem Wasser und ja, dann machen wir alle Feierabend, weil ja, Regen, Gewitter, schlechte Wetter, nix Strand heute mehr. Schwierig, schwierig. Aber guck mal, hier sind schon die ganzen Leute abgehauen. Ja, ich glaube auch. Lass uns doch schon mal ein bisschen einpacken, Clara. Falls es gleich anfängt zu regnen, dann haben wir schon alles beisammen. Die Männer, die haben doch wieder keine Ahnung. Schaut mal, die Frauen von nebenan gehen jetzt auch. Ach, die eine ist so hübsch, die hat so einen tollen Bikini an. Ach, wenn ich später groß bin, da will ich auch so einen haben. Meint ihr, wir sollen jetzt auch gehen? Liebe Badegäste, ja, da hinten in die Horizonte kommt, glaube ich, eine große Gewitter. Bitte jetzt nichts mehr Strand und nichts mehr schwimmen. Das ist sehr gefährlich. Kommen Sie bitte jetzt aus dem Wasser. Ach, endlich ist der Strand mal leer. Dann haben wir alles für uns. Das wird bestimmt super. Sehr geehrte Badegäste, bitte verlassen Sie jetzt die Wasser. Dahinten kommt wohl eine schwere Gewitter. Ja, dies gilt auch übrigens für die Surfer. Ich weiß, die Wind ist schön, aber Gewitter sehr gefährlich. Echt blöd, jetzt hat es gerade so viel Spaß gemacht. Ach, Linus. Ja, wir kommen bestimmt morgen wieder. So, jeder packt jetzt hier ein bisschen was ein, damit wir schnell jetzt hier wegkommen. Sieht wirklich doll nach Regen aus. Kinder, jetzt kommt bitte aus dem Wasser. Wir machen jetzt hier Feierabend. Nein, wir kommen nicht raus. Es ist gerade so schön und macht so viel Spaß. Wir wollen den ganzen Strand für uns alleine haben. Na Kinder, aber Gewitter ist sehr gefährlich, auch für euch Kinder. Also kommt ihr schnell raus. Aber warum denn? Dann gibt's endlich mal richtig viele Wellen. Das macht doch alles bestimmt Spaß. Nein, bei Gewitter, wenn die Blitz schlägt ein in die Wasser, dann ist es sehr gefährlich. Kommt ihr bitte raus, auch die Wind kann euch vortreiben. Nun kommt raus, sonst ich gehe zu euren Eltern. Schau mal, Linus, wie hoch die Wellen auf einmal sind. Das ist aber gruselig. Habt ihr das gehört? Das hat ganz leise gedonnert. Oh, ich habe das zu 100% gehört. Jetzt aber schnell nach Hause. Da, schon wieder. Oh, ich glaube, ich habe auch gerade einen Tropfen abbekommen. Mist, ich dachte, hier ist nur schönes Wetter. Jetzt hört auf, hier zu schnacken. Seht zu, dass ihr jetzt hier mit einpackt, dass wir trocken nach Hause kommen. Ach, Männer, nun steht doch da nicht nur so rum. Helft doch bitte mit, damit wir jetzt schnell nach Hause kommen. Ah, verdammt, es fängt an zu regnen. Ja, richtiger Platzregen. Los, schnell. So schnell kommen wir doch gar nicht nach Hause. Am besten, ja, wir laufen schnell da vorne, wo man immer die Kokosnüsse trinken kann. Zu diesem komischen Häuschen, los. Oh Mann, ey, meine schöne Frisur. Jetzt wird ja alles ganz nass. Ach, lauf doch bitte nicht so schnell. Ich kann nicht mehr so schnell. Ich bin schwanger. Das war aber ein lauter Blitz. Das war kein Blitz, das war ein Donner. Ach so. Huch, was macht denn der Mann da? Der kann doch nicht einfach so über den Strand fahren. Der guckt bestimmt, ob jetzt alle wirklich nicht mehr im Wasser sind. Ja, Kinder, kommt mal da ein bisschen weiter zusammen. Ich werde ganz nass. Mann, sind die Wellen hoch. Schade, dass man jetzt nicht surfen darf. Ach, und da war ein heller Blitz. Ich bin richtig blind auf einmal. Meine Güte, was ist denn da los? Ach, Emma, nicht weinen. Das ist nur Gewitter. Wir sind doch alle bei dir. Habt ihr den Donner gehört? Der war ja richtig laut. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Okay, Leute, es hat aufgehört, aber ich glaube, dass es noch nicht vorbei ist. Los, ab jetzt zum Ferienhaus. Ganz schnell laufen und dann hoffentlich kommen wir noch trocken an. Lukas, jetzt mach endlich die Tür auf, ich werde total nass. Ja, Sophie, jetzt beruhig dich doch, ich suche doch schon den Schlüssel. Echt toll, dass ich heute bei dir schlafen kann, Linus. Das wird bestimmt mega lustig. Und wir können das Gewitter von deinem Fenster aus viel, viel besser sehen. Wollen wir denn nochmal zusammen rausgucken? Oh ja, das ist bestimmt spannend. Aber jetzt will ich erstmal schnell rein. Der Donner ist so laut, das macht mir Angst. Wow, schau mal, wie hoch die Wellen sind. Das ist so heftig. Und so laut. Und irgendwie gruselig. Ja, finde ich auch. Ich glaube, ich habe noch nie so einen lauten Donner gehört und so helle Blitze gesehen. Ich dachte, in Italien ist das Wetter immer schön.
habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss jetzt los. Hey, Nele, wo willst du denn jetzt hin? Ich treffe mich mit Niklas am Strand. Ach, Niklas hier, Niklas da. Ich kann den Namen Niklas nicht mehr hören. Ach ja, vielleicht mag Nele den Niklas einfach nur super gerne. Ist das heute warm? Das Wetter macht richtig müde hier. Ich hau ab, Mama. Bis später. Hey, 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 Nele, hier bleiben. Was ist denn? Ich bin verabredet. Fahrer Hups. Du bleibst jetzt bitte erstmal hier. Vielleicht wollen wir heute ja auch mal was als Familie unternehmen. Du bist ständig nur unterwegs. Oh Mann, aber ich bin doch mit Niklas jetzt verabredet. Er wartet auf mich. Ja, aber wir haben immer noch nicht besprochen, was wir heute machen wollen. Ich habe dich kaum gesehen im Urlaub. Du bist ja nur bei dem Niklas. Du kannst auch mal was mit Markus und Lino spielen. Emma Hups. Ja, Emma, ich komme ja schon zum Anschubsen. Na, Nele, musst du hier bleiben und das nicht zu deinem kleinen Niklas? Ach, das ist wirklich schade. Boah, Markus, lass mich bloß in Ruhe. Nun streitet euch doch beide nicht. Wollen wir heute nicht zum Strand? Oh nee, ich habe keine Lust. Mir ist das echt zu warm heute. Dann kann ich ja auch alleine gehen, wenn keiner Lust hat. Mann, ich will hier nicht nur rumsitzen. Nele, du hast doch gehört, was Mama gesagt hat. Wir wollen erst mal besprechen, was wir heute machen. Hallo, warum ihr seid ihr nicht an die Strand? Ach, wir schauen gerade, was wir heute so machen. Es ist heute so warm. Ah, nix so Gute. Heute an die Strand, eine große Rutsche. Geht dann mal lieber zu die Strand, das macht viel Spaß. Und macht viele Kribbeln in die Bauche. Ach, wir schauen heute so, was dir so geht. Uns ist allen so warm. Und am Strand ist es auch immer so warm. Ah, zu warm in Italien ist kann nie warm genug sein. Geht es schnell an die Strand für die Bambinos und Bambinas, ganz tolle. Geht mal zu die Strand, da macht viel Spaß mit die Mega-Rutsche. Na, seht ihr, ich sag schon die ganze Zeit, wir sollten zum Strand gehen. Ach, schau mal, Gustav, warum sind die Nachbarn denn auf dem Platz? Na, sag mal, warum seid ihr denn nicht am Strand? Heute ist doch Mega-Rutschentag, das macht immer besonders viel Spaß. Ach, das hört sich schon irgendwie spannend an. Ich sagte, Sophia, das ist ja auch spannend. Zum Zugucken ganz toll. Ihr solltet unbedingt mal schauen gehen. Vor allem die Kinder. Die Mega-Rutsche ist nicht immer da. Können wir jetzt nicht bitte zum Strand? Bitte, bitte, ich möchte auch gerne die Mega-Rutsche sehen. Ach, Markus, mir ist heute so warm. Ich möchte nicht an den Strand gehen. Ich würde auch gerne zum Strand. Aber wenn die Rutsche zu groß ist, dann weiß ich auch nicht, ob ich die rutschen möchte. Seht ihr, wir Kinder wollen alle zum Strand. Nur ihr nicht. Ach, wer weiß, die übertreiben hier ja mal gerne. Wahrscheinlich ist das nur eine ganz kleine Babyrutsche. Das denke ich nämlich auch, Christian. An alle Camper, heute Riesenrutsche auf die Strände, bitte. Kommen Sie alle vorbei und haben eine Menge Spaß. Achtung, Achtung, wichtige Durchsage für die Camper. Heute Riesenrutsche an die Strände. Bitte kommen Sie zu die Leuchtturm und haben eine Menge Spaß an unsere Strände mit die Mega-Rutsche. Das hört sich irgendwie schon sehr besonders an, wenn ihr mich fragt. Ach, können wir jetzt nicht bitte, bitte zum Strand? Bitte, Tante Sophia, bitte. Hey, Nele, wo bist du denn? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich warte schon die ganze Zeit auf dich. Oh, Niklas, ja, also wie schön, dass du da bist. Sag mal, Niklas, du kommst doch gerade vom Strand. Ist da wirklich eine Rutsche? Ja, da ist eine Rutsche. Ach, nun lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Ist die Rutsche wirklich so groß? Groß? Die ist riesig. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine Rutsche gesehen. Gut, Niklas, du hast mich überzeugt. Los, Kinder, wir gehen alle zum Strand. Ich drehe durch. Seht ihr das? Wow, das ist hoch und ganz schön steil. Ja, da hat sich der Platz was Tolles einfallen lassen. Aber mir ist das ehrlich gesagt auch zu hoch und vor allem auch zu steil. Das ist wirklich schon sehr, sehr hoch. Ist nicht so hoch. Macht dir viel Spaß. Traue dich. Boah, das war ja mega schnell. Die nächste bitte. Du musst gut festhalten hier bitte. Und dann vorsichtig an die Rutsche bitte gehen. Und dann, ich zeige dir, wie du rutschst. Ich will auch rutschen. Ja, ich auch, Nele. Gut, dann lass uns mal fragen, ob das was kostet und wie das so läuft. Ach Mann, ich habe keine Weste zum Schwimmen mitgenommen. Ach ja, dann geh am besten ganz schnell zum Platz und hol sie dir. Wir treffen uns dann hier vorne wieder. Na, Linus, da bist du ja wieder. Gab es doch keine Rutsche?
Doch, aber ich brauche eine Schwimmweste, sonst darf ich nicht rutschen. Hallo, sagen Sie doch bitte mal, wie läuft das denn hier mit der Rutsche? Kostet das Eintritt? Nein, für die schöne Frau ist er umsonst und für die Kinder auch. Nanu, wo sind denn jetzt alle hin? Na, die sind da vorne beim Bademeister. Das hört sich echt super an. Na, dann rutsche ich ganz, ganz oft. Wie kommen wir denn überhaupt zu dem Leuchtturm? Entweder du schwimmen oder ich bringe dich mit meinem Speedboot. Ah, wir schwimmen, oder Niklas? Markus und Dinos, wir treffen uns dann gleich am Leuchtturm. Bitte haltet euch gut fest, wenn ihr mit dem Speedboot fahrt. Ja, dann bis gleich, Linus. Wir treffen uns am Leuchtturm. Ja, Markus, bis gleich. Obwohl, ich glaube, mir ist das vielleicht doch ein bisschen zu hoch. So, du kleine Junge Bambino, jetzt kommst du hier auf meine Boot. Ach, ich weiß auch nicht. Was ist, wenn ich nicht rutschen will? Wie komme ich denn wieder hier zurück? Ich kann da noch gar nicht schwimmen. Oh, nix Problem. Ich bringe dich zurück mit meinem Boot an den Strand. Das mache ich dann. Machst du das wirklich? Oder sagst du das nur so? Oh, versprochen. Bademeister Ehrenwort. Schaut mal, da kommt ja auch schon Linus. Huch, bitte nicht so schnell. Hier ist aber ganz schön was los. Ich bin gespannt. Es ist echt sehr, sehr hoch, finde ich. Die nächste, bitte. Oh, ja, also ich glaube, mir ist das ein bisschen zu hoch. Ich gehe wieder runter. Vorsicht, bitte, Vorsicht. Ich möchte doch nicht mehr rutschen. Oh je, wenn einem großen Mann das sogar zu hoch ist. Ach, ich weiß auch nicht. Bitte die nächste hier in die Rutsche, bitte. Darf meine Familie bitte auch mit hochkommen? Och, das ist wirklich sehr hoch. Da wird einem ja wirklich anders. Familie darf auch hoch, wenn alle Vorsicht und ruhig sind. Hoch? Och, das ist aber echt hoch. Ich muss mich festhalten. Das ist ja schrecklich hoch. Und die Rutsche ist ja mega steil. Och, ich glaube, das traue ich mich nicht. Ob ich mich das wohl traue? Och, ich weiß auch nicht. Na gut, jetzt bin ich schon mal hier oben. Na gut, Augen zu und durch. Wow! Das ist die krasseste Rutsche, die ich jemals gesehen habe und gerutscht bin. Ach, mein Herz klingt immer noch richtig doll. So, die nächste bitte zum Rutschen. Ach, ich möchte, glaube ich, gerne. Ist das steil. Ach, Mann, Nede, das ist ja mega heftig, oder? Oh, mein Herz schlägt richtig, richtig schnell. Ach, das war ja ganz, ganz witzig. Die nächste bitte für die Rutsche. Ich glaube, da möchte ich jetzt. Obwohl das schon echt hoch ist. Das war ja mega krass, oder Nele? Oh, ich will auf jeden Fall nochmal. So, nächste bitte. Gut, dann gehe ich mal. Oder willst du lieber, Linus? Geh du mal lieber zuerst, falls du rutschen möchtest. Oh, ich weiß auch nicht. Will ich oder will ich nicht? Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Na gut, ich probiere es mal. Oh je. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Ich möchte doch nicht mehr rutschen. Bitte haltet mich fest und helft mir ganz schnell hier raus, bitte. Das ist wirklich sehr, sehr hoch, Linus. Und wirklich steil. Ich verstehe das. Aber jetzt bin ich dran. Mach da bitte mal Platz. Ist das steil. Hilfe. Wow. Mama, bist du gut angekommen? Ach, das war jetzt aber sehr, sehr schnell. Die Arme. Die hat bestimmt Angst gehabt. Huch. Hier ist es aber glatt. Oh nein. Hilfe. Vorsicht. Linus, ist alles okay? Ich dachte, du wolltest nicht rutschen. Ach, du Armer. Hast du dir wehgetan? Wow, du bist ja sogar rückwärts gerutscht. Das ist ja mega krass. Das würde ich mich niemals trauen. Ja, aber eigentlich wollte ich gar nicht rutschen. Ich bin einfach ausgerutscht. Da war es so nass. Und auf einmal war ich weg. Aber es hat schon Spaß gemacht. Na, dann können wir ja gleich nochmal rutschen. Aber dieses Mal richtig herum. Ja, hallo Kinder und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Playmo-Geschichten. Wollt ihr ein Video zu meinem Geburtstag, dann gebt doch diesem Video bitte einen Daumen nach oben. Ansonsten könnt ihr hier vorne weiter gucken, das würde uns super doll freuen. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch ganz gerne unser Kanal. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr hier vorne auf Familie Fröhlichs Kopf einfach drückt. Vergesst doch auch bitte nicht, die Glocke zu aktivieren. Und schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal eine krasse Rutsche gerutscht seid. Das würde uns super doll interessieren. Dann wünschen wir euch noch einen tollen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, tschüss!